Okay, ja, wieder mal ein Tag in Terraformacraft. Ja, so heißt das Spiel. Ja. Na, schöne, angenehme Minecraft-Musik. Ist ganz angenehm. Hörst du meine Minecraft-Sounds oder nicht? Nein, höre ich nicht. Ah, Jute ist wieder mature. Boah, es ist praktisch alles mature gerade. Karotten, Jute, okay. Sobald ich mein Glas, also meine Sawdust gemacht habe, also ich meine meinen Ash gemacht habe, dann werde ich hier einiges harvesten. Ja. Von dem aus. Ja, ich mache gerade Ash für Hot Ash. Also ja. Sollte gleich zu Ash werden, dieser Blödsinn. Ja, genau. Es ist Late Summer gerade, hä? Wie kann jetzt schon es langsam wieder Winter werden, obwohl der Winter gerade aufgehört hat? Was ist das? Schaffe ich es in einem Jahr nur ein Haus zu bauen und das ist es? Ja. Wow. Ich verstehe es auch nicht wirklich irgendwie. Ich glaube, ich tue mir sogar für die Zukunft etwas Besseres. Ich tue mir vielleicht in Zukunft sogar leichter, wenn ich das Haus jetzt noch größer mache, ein bisschen. Ja. Also ja, noch ein bisschen vergrößern. Ich mache mir Ich gerade wollte wieder heute Sandwiches. so nah. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt, dass unsere Häuser so nah beieinander stehen irgendwie. Aber ich Ich glaube, finde das es toll, kriegen weil dann die elektrische Verkabelung besser sein wird. wir. Dafür musst du erst einmal die Kompetenz finden. Ne? Oh, warum ist Raiden hier? Ja, wie sind meine Elderberries in der letzten Sekunde verrottet? Sehr schön. Die können jetzt auch weggeworfen werden. Wenn du willst, ich habe hier Essen für dich. Ich Ah, habe hier schön, danke. Sandwiches. Wo bist du denn? In meinem Haus stelle gerade das extra Essen wieder in den Keller. Es sind schon wieder 10.000 Squids bei dir. Okay, da bin ich. Hier ist dein. Essenszeit. Schön. Ja, schöne Aus Essenszeit. Saatgrain. Da ist auch Protein drin, das ist schon gut. Ich gehe jetzt das Jute harvesten. Willst du mir zuschauen? Schau, Ich wollte das sieht toll ausweichen. aus. Aber dann schaue ich halt zu. Ich zoome wieder rein. Jute wird geerntet. Toll, oder? Und ich habe hier eins übersehen. Ja, das ist es. Du hast ein Sandwich vor dir gedroppt. Ich sehe, wie du daneben stehst und es nicht aufhebst.
versuch du mal aufzuheben. Ich kann es auch nicht aufheben. Ah, das ist ein Placed Item, Timo. Rechts einfach. Oh. Das war dumm. Willi. Ja? Wir sind gerade, ich habe gerade Blöcke geplaced und sie sind einfach verschwunden. Was? Und ich habe sie auch nicht mehr im Inventar. Was ist verschwunden? Das macht keinen Sinn. Timo, was nochmal ist verschwunden? Ich habe nicht das Wort verstanden, was verschwunden ist. Ich hab Hickory Planks geplaced. Oh. Auf dem Boden. Und sie sind einfach alle verschwunden. Ja, dann versuche einen Hickory Plank zu zerstören und aufzuheben und dann werden die Items wieder da sein. Das ist ein normaler Server-Bug, der geschieht auch in Vanilla. Du wirst sie wieder bekommen, sobald du einen Hickory Plank aufhebst von einem, den du zerstörst hast. Ja, du kannst sie eh fällen, kein Problem. Boah, wie schnell wird es? Es ist Early Autumn und schon ist es eiskalt. Aber weißt du, dass das Traurige ist, dass TFC Ambiental Discontinued ist. Und es ist ein sehr buggy Mod, der sehr viel Potenzial hat. Aber leider arbeitet der Developer nicht mehr dran. Der Berg soll sich schämen für seine Berge. Als ob! Ich habe auch Lignit gefunden, Willem. Auch unter in meinem Haus eigentlich. Ja, Lignit. Lignit ist halt Lignit. Und überall. Ja. Wow, ich habe sogar einen Chip irgendwas. Ich habe einen Chicken-Chip Thomas. Chicken-Chip Thomas? Ja. Ah, du meinst Chipped Topaz wahrscheinlich. Ja. Okay. Du bist nämlich. Ja, manchmal bist du für kurze Weile ganz leise und dann verstehe ich dich nicht wirklich. Chipped Thomas. Ja, perfekt. Das will jeder sein. Jeder will ein Chipped Thomas sein. Okay, ich habe heute wieder bewiesen, wie man aus einer Bituminous Coal Clay Sachen feiern kann. Ja, es ist eh alles aufgenommen. Ich bin nämlich so skilled, dass ich mit einem Stück Kohle etwas feiern kann. Und es geht genau aus, wenn es... Die Clay Molds werden gerade fertig. Und ein paar Sekunden später geht dieses Fuel von ein Stück Kohle aus. Okay, ich gehe jetzt mein Glas machen. Schau mal mein Haus auf der Karte an, es sieht sogar richtig schön aus. Ich bin gerade konzentriert mit Glasmaking. Ah, deswegen bist du bei mir. Okay.
Ich mache sehr viele Glaspanes gerade. Oh, ich mache viel Glas. Freust du dich darüber? Naja. Also, ja, toll. Über ein Stack. Sogar sagen, auf der Karte gefällt mir mein Haus besser als es im Video ist. Das Blöde ist, Molds gehen kaputt, das heißt, ich habe Angst, dass meine Molds kaputt gehen, bevor ich das ganze Glas aus dem Smeltery Cauldron rausgenommen habe. Boah, auf der Map gefällt es mir richtig gut. Auf der Map sieht es extrem schön aus. Ja, es sieht einfach oval aus. Ja. Das sieht total toll aus. Das war auch mein Ziel. Das Problem ist nur, dass ich einmal... Aber mir gefällt es auch hier. Es sieht aus wie eine Arena aus. Ja. Ich wollte dann halt in der Mitte so eine große Stiege machen, die dann so raufführt in den zweiten Stock. Und im zweiten Stock gibt es gar keine Mauern, sondern nur Zäune rundherum. Aha. Ich habe gar keine Lust. William, kannst du mir eine bessere Axt borgen als die Boron-Axt, weil die ist einfach so schlecht. Das ist einfach genauso wie eine Kupfer-Axt oder so. Ich habe hier eine Eisen-Axt. Ja, kannst du mir die bitte geben? Ja, wir könnten sie austauschen, denn ich brauche jetzt nicht unbedingt Äxte, also. Ich habe beide aufgehoben, so. Da. Dafür ist nur eine Boron-Axt. Freu dich. Ja, jetzt kann ich mich sehr freuen. Hihi. Ja, ich mach gleich die vorderste Front zuerst, damit du gleich sehen kannst, wie das aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich bin fertig mit allen Gläsern für mein Haus. Schön. Den Bau wirklich noch mal gescheiter anschauen müssen. Das ist einfach so blöd, deswegen kann ich das alles da wieder dumm machen. Hm. Oh, mal sehen, ich habe jetzt noch mehr Sandwiches gemacht, also wenn du willst, kannst du wieder welche abbekommen. Das Einzige, was du machst, ist einfach Sandwiches. Ich mache sie immer nebenbei, ja. Ich wünschte, ich muss einmal einen Autocrafter für Sandwiches machen. Ja, das wäre so mega technologischer Fortschritt. Man gibt einfach die Zutaten in eine Kiste rein und dann wird's gemacht. Ja, das werde ich 100% irgendwann mal machen. Was machen diese Leitern in jeder Ecke? Das sieht komisch aus. Die Leitern, da bin ich überall irgendwie hochgeklettert. Weil du weißt ja, wenn man einen Log abbaut, dauert es länger als eine Leiter. Deswegen baue ich einfach immer Leitern hin. Aha, okay. Ja, okay. Effizient. Ja. Ja, aber gefällt mir. Sieht so aus wie eine Arena. Hast richtig viel Platz für Sachen. Ja. Es ist wirklich schön und ich denke, du wirst so viel Platz brauchen. Denn vielleicht werden wir auch alle in das Immersive Engineering und so hier haben. Aber mir gefällt vor allem der Effekt draußen richtig gut. Ja. Auf der Map sieht's am besten aus. Ja. Mais ist reif geworden. Mit Mais machen. Juhu. Ja, das ist sehr schön. Aber wie groß ist eigentlich denn dein Essenskeller? Klein. Aber jetzt, wo ich mein neues Haus habe, reorganisiere ich eh gerade mein Storage. Und werde einiges verbessern.
So, Sugarcane wächst noch. Barley ist wieder mature geworden. Und Beets sind mature. Okay. Ja, dann gehe ich mal den ganzen Blösten. Harvesten und Storn und alles. Green Beans. Hast du gerne Green Beans? Ja, ich hab sehr gerne Green Beans. Green Beans. Ja, aber mir gefällt eigentlich genau solcher Gameplay, wo ich einfach die ganze Zeit mich eigentlich entspannen kann, auch auf irgendwas arbeite, aber jetzt nicht wirklich ganz effektiv daran arbeite, sondern hauptsächlich nur meine Zeit an Essen und Sandwiches verschwende und halt nur wenig Progress mache, weil dann der Progress nicht so viel Prozent der Wörter sind, sondern man auch über anderes ohne Probleme redet. Ja, das ist wirklich einfach schön und entspannt. Ja, und das, das ist auch mein Ziel. Ja. Bei vielen Sachen. Wie ein Einwanderer irgendwie, der gerade in ein anderes Land gezogen ist und halt gerade sein Haus baut. So fühle ich mich. Ich fühle mich ganz locker, ganz entspannt. Ausbauen einfach. Ja, ich habe eine interessante Weise, wie ich Torches voide. Die auch nur ich erfinden kann. Was machst du? Während ich Grain Piles erstelle, habe ich in der linken Hand auch eine Torch in der Hand. Und deswegen, wenn ich Rechtsklick mache, platziere ich eine Torch und ein Grain Pile zugleich. Und somit voide ich eine Torch. Ah, nein, ich wollte sie nicht. Wenn ich E drücke, also, ja, wenn ich fertig mit dem Prozess bin, dann kommen die Torches auf einmal wieder. Schön. Sehr interessant. Ich habe einfach nicht mal die Hälfte geschafft mit dem Hickory-Supply. Okay, ich brauche ziemlich viel. Ich werde mich so freuen, wenn Fridges endlich in Betrieb sind. Ja. Deine Hebräer-Plantage ist auch toll. Ja, meine Hebräer-Plantage. Ich glaube, ich gehe in Bennys Wald. Da sind, glaube ich, die Hickory-Bäume größer. Ja. Meine Hickory-Bäume sind alle ziemlich arm. Denn ich habe alle guten Hickory-Bäume schon längst gefällt und jetzt sind nur diese Armen da, die Depressive. Ich glaube, du hast für dein Haus ja auch Hickory gebraucht noch. Was habe ich für mein Haus? Ich glaube, du hast für dein Haus auch Hickory gebraucht, oder? Ja, habe ich. Sehr viel. Schau dir nur mein Dach an und dann wirst du sehen, wo der Hickory-Wald hingegangen ist. Okay, jetzt arbeite ich aber weiter an meinem Storage. Weil das ist, was ich gerne hätte. Ich will nämlich im alten Haus nur noch Essen und Holz lagern. Und den Rest lagere ich aber im neuen Haus schon. Und Erz. Erz werde ich auch lagern. Seit wann habe ich was? Branch. Die Baumart Branch. Ja, das ist ein Bug von Dynamic TFC.
Der Chestnut heißt nicht Chestnut Branch, sondern Branch einfach nur. So. Das ist ein Langfile-Problem. Den könnte ich eigentlich sogar selber reparieren. Dieser Bug ist so simpel. Ja, den kann ich eigentlich selber reparieren. Machst du gerade das Glas in deine Fenster? Ich bin schon fertig mit Glas. Ich organisiere mein Storage gerade. Das heißt, ich transportiere Sachen von meinem Haus zu dem Haus, die ich in dem neuen Haus haben will. Und ich lasse gewisse Sachen im alten Haus, weil ich sie dort habe. Okay, ich schalte dann aus. Ja. Ich mache auch dann ein anderes Mal mein Storage fertig. Ja. Ich weiß gar nicht, hatten wir irgendwas für Mathe zu tun? Ich glaube, wenn, dann keine Übungen. Ja. Okay, dann ja, tschüss, bis morgen.